So, ich habe mir mal gestern Abend noch das Katastrophenvideo angesehen vom Tokioer Flughafen, wo leider einige vom Katastrophenschutz draufgegangen sind. Also deswegen habe ich jetzt hier mal eine kleine Skizze angefertigt. Es geht eigentlich um das Thema ATC, GTC, also das Air Traffic Controlling und das Ground Traffic Controlling. Also es sind eigentlich zwei Systeme, die miteinander arbeiten müssen, damit sowas in Zukunft gar nicht mehr passieren kann. Das hat auch viel mit Architektur zu tun. Je nachdem, wie ein Flughafen gebaut ist, sind die Sichtverhältnisse unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie hoch der Tower gebaut ist, ob er sehr hoch gebaut ist oder ob er weniger hoch gebaut ist. Also es ist ja meistens so, dass im Tower fünf Köpfe, fünf Hirne sitzen, so um den Dreh, fünf Hirne und 10 Augen, die noch mitbeobachten können aus einer ganz bestimmten Höhe, je nachdem, ob er höher gebaut ist oder ob er niedriger gebaut ist, entscheidet das auch darüber, wie der Sichtkontakt auf die gesamte Flugfeldbahn verläuft. Ist der Tower sehr hoch gebaut, ne? Ist die Sicht, der Überblick über das gesamte Flugfeld natürlich wesentlich besser. Ist er niedriger gebaut, ist es manchmal etwas schwieriger, wenn geparkte große Verkehrsflugzeuge noch irgendwo davor stehen und vielleicht sogar den Sichtkontakt vom Tower zu dem geparkten Flugzeug vor der Runway irgendwie behindert wird. Das hat damit zu tun, also meistens sind Flughäfen so gebaut, der Tower sitzt meistens in den wenigsten Fällen in der Mitte, der sitzt irgendwo, je nachdem, wo der Wind bläst, ne? Entweder Flugzeug kommt von hier oder von da und der Tower sitzt meistens in einem der beiden Richtungen irgendwo versetzt. Also in der Mitte sitzt der Tower meistens nie architektonisch, sondern irgendwo etwas weiter links oder weiter rechts versetzt. Je nachdem, aus welcher, wo die Windverhältnisse, das haben die wahrscheinlich vorher studiert, aus welcher Richtung kommt der Wind, zu wie viel Prozent eher, dann setzt man den Tower nach links oder nach rechts. Das hat was damit zu tun, Windrichtung. Es gibt ja gewisse Regionen, da bläst der Wind meistens aus einer bestimmten Richtung und eher selten aus der anderen Richtung. Deswegen hat es auch viel mit Architektur zu tun, weil diese fünf Hansel, die da am Tower sitzen mit 10 Augen, die müssen ja dieses ganze Flugfeld beobachten. Und wie gesagt, wenn architektonisch der Tower nicht hoch genug gebaut ist, dann sitzt der Blickwinkel natürlich weitaus tiefer. Und in manchen Situationen verdecken könnten geparkte Großflugzeuge hier irgendwelche Rollschneisen an die Zebralinie verdecken, dass man das von Tower aus gar nicht sieht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Nachtverhältnisse sind in Tokio. Wenn natürlich noch ein bisschen Nebel oder ein bisschen Smog oder was auch immer dazu kommt, dann hat natürlich der einfliegende Großraum, das einfliegende Großverkehrsflugzeug überhaupt keine Chance, da noch irgendwas zu retten. Ne? Jetzt geht es eigentlich auch um die Reaktionszeiten. Also erstmal hat für mich ein Katastrophenschutzflugzeug hat Vorrang. Das ist wie im Verkehrswesen auch. Wenn der Krankenwagen kommt, wenn der Feuerwehrwagen kommt, wenn die Polizei kommt, wenn die Bundeswehrkarosse kommt, dann hat irgendwie der Touri und der Reisende und der Zivilist hat Platz zu machen. So ist es eigentlich bei Katastrophenschutzflugzeugen auch. Das Katastrophenschutzflugzeug hat seinen Job zu machen und die Katastrophe ist da, die Zeit läuft. Logisch hat natürlich ein Katastrophenschutzflugzeug Vorrang. Wenn der Sprit im Zivilflugzeug noch gut reicht, dann kann das Zivilflugzeug locker eine Schleife drehen, ne? Nochmal, um da dem Katastrophenschutzflugzeug Vorrang zu geben.
Jetzt geht es natürlich auch um Reaktionszeiten. Also ein Flugzeug, das auf der Rollbahn schon in der Rollbahn drin ist. Selbst wenn jetzt der Tower dem sagen würde, hau ab. Ne? Also der hatte ja nur die Möglichkeit, einen Rückwärtsgang einzulegen. Also die Turbinenschaufel bei diesen Flugzeugen, glaube ich, kann man nicht umdrehen. Das ist nicht so gedacht. Also können die nur Auto spielen, Rückwärtsgang einlegen mit den Elektromotoren, die da verbaut sind in den kleinen Fahrwerksgestellen, damit die überhaupt zurückrollen können. Also wenn der schon auf der Rollbahn ist, der hätte sowieso, der könnte nur, wenn er nur Vollgas geben und vielleicht noch so irgendwie eine Kurve drehen, auf den Rasen gehen oder irgendwas, damit er da möglichst schnell abhauen kann. Ne? Also da noch viel Zeit, einen Rückwärtsgang einlegen und das geht meistens ganz langsam. Also eine Priorität setzen. Wo sitzt die Reaktionszeit eigentlich? Wo ist die Reaktionszeit am kürzesten? Die kürzeste Reaktionszeit hat natürlich derjenige, der hier gerade einfliegt. Der kann innerhalb einer Sekunde, kann der Vollgas geben, Knüppelstick hochziehen, um da noch irgendwie eine leichte Aufstiegskurve zu gewinnen, ne? Um da nicht eine Kollision zu verursachen. Also der Typ, der schon hier fast auf der Rollbahn steht, der hat eigentlich fast von der Reaktionszeit so gut wie verloren. Selbst wenn der Tower dem sagen würde, piss off, dann der hat gar keine Chance mehr. Also der steht da schon auf der Rollbahn. Also das ist ja kein Porsche, der da steht, irgendwie schnell Rückwärtsgang einlegen und innerhalb 2 Sekunden vollwärts zurück. Geht nicht. Also wenn so ein Flugzeug erstmal da irgendwo auf der Rollbahn steht, also entweder es gibt Vollgas und fliegt irgendwo in Acker auf der anderen Seite oder macht eine Kehrtwende und schiebt seinen Vogel irgendwie auf den Rasen. Und selbst das würde noch 2-3 Sekunden länger dauern, als dem Flugzeug eine Vorwarnung zu geben, das schon in der Luft ist, um noch innerhalb einer Sekunde sagen, zieh einen Knüppelstick bitte hoch, weil das geparkte, stationierte Flugzeug da vor dem Zebrastreifen, das schafft es zeitlich nicht. Ne? Also da muss es ja irgend so ein Air Traffic, deswegen sage ich ja, das eine ist Ground, das andere ist Air. Also muss es ja eigentlich 2 Systeme geben, ein Air Traffic Controller und ein Ground Traffic Controller. 2 Systeme, die miteinander arbeiten, damit die beide wissen, was macht der eine gerade in der Luft und was macht der andere gerade am Boden, um dieses ganze Feld namens Flughafen genannt im Überblick zu behalten. Und selbst wenn dann hier die 5 Hirne und 10 Augen versagen, weil hier vielleicht auch kein Sichtkontakt, vielleicht verdeckt das geparkte Großflugzeug vom Blickwinkel gerade hier dieses im Volldunkeln, dieses Flugzeug vor der zweiten Rollbahn. Also die Großflugzeuge, wie gesagt, die ditchen hier auf. So war das wahrscheinlich auch in Tokio. Gerade aufgeditscht, 50, 100 Meter vorher und dann noch mit Vollkaracho-Speed hier in den Vogel rein, der hier irgendwo gerade hier stand. Weil das hat man ja gesehen, der Auslauf, der hatte noch sehr lange gedauert. Also der hat gerade mal aufgeditscht und dann hat schon gekracht. Also das sind vielleicht 50 bis 100 Meter, wo der Airbus da gerade mal Bodenkontakt hatte mit Full Speed. Also das hat ja wohl irgendwas hat nicht funktioniert bei Nachtsicht. Mein Gott, wenn es ein kleiner Vogel ist, auch wenn er einen Scheinwerfer anhat und da ist Smog oder schlechter Sichtkontakt, der einfliegende Vogel, der sieht das wahrscheinlich gerade in den letzten 50 Metern, dann ist schon zu spät. Ne? Also deswegen muss es ja einen Ground Traffic Controller geben und einen Air Traffic Controller. Deswegen bin ich eigentlich eher dafür, dass die gerade an diesen
Zufahrtsschneisen, Rollschneisen vor den Zebrastreifen, hier links und rechts eine Nachtsichtkamera installieren. Das können die mit einer Kabelverbindung mit dem Tower verbinden, mit dem gesamten Tower-System. Dann wissen die beiden Nachtsichtgeräte, können das Flugzeug genau wissen, genau wo es stationiert ist, an der Zufahrtsschneise zur Landebahn und Take-off-Bahn. Dann, wenn das System miteinander verbunden ist, wissen die Kameras, ah, jetzt innerhalb der nächsten eine Minute fliegt hier, will hier einer rein in die Schneise, dass man wenigstens so ein Frühwarnsystem installieren kann. Wie gesagt, Nachtsichtkameras, bei Tageslicht hätte der den noch gesehen, der Airbus-Pilot, aber ich glaube, bei der schlechten Nachtsicht hat er natürlich überhaupt keine Chance, ne? Da ditch und dann ist schon zu spät, also da geht nichts mehr. Deswegen muss man ein System schaffen aus Air Traffic und Ground Traffic, ne? Das, die geparkten Flugzeuge, das sind ja noch keine Flugzeuge, die sind ja noch nicht in der Luft. Ein Flugzeug ist erst in der Luft, ne? Wenn es abhebt, dann ist es in der Luft. Also muss man ja, das andere Flugzeug, das steht ja noch. Das ist ja noch Ground, das andere ist Air. Ne? Also wenn ich jetzt die Reaktionszeiten mir begutachte, kann ich im Falle des Katastrophenfalles, wenn da irgendein Flugzeug schon auf der Landebahn steht, wie gesagt, 5 bis 10 Sekunden, das geht so schnell, also Vollgas geben und irgendwie den Rasen abhauen, also noch da geradeaus, ne? Also so eine Schleife da noch drehen und dann hier in den Acker setzen, den Vogel, selbst das dauert wahrscheinlich schon zu lange, also ist die Reaktionszeit bei dem Flugzeug, das schon in Air ist, ist also viel, viel kürzer, weil dem kann man sagen, jetzt zieh den Knüppelstick hoch, damit er nicht irgendwo reinrauscht, um größere Katastrophe zu verhindern. Deswegen muss es eigentlich so ein System geben aus Air Traffic Controller und Ground Traffic Controller. Da sind hier links und rechts von den Rollbahnen Zufahrtsschneisen, gibt es links und rechts eine Nachtsichtkamera, damit die genau wissen, in AI-Technology, da steht jetzt ein Vogel, die Kameras wissen, in der nächsten 30 Sekunden fliegt hier, kommt hier ein Flugzeug rein, das ist, wenn die verbunden sind mit dem Tower-System und genau wissen, was gerade um den ganzen Flughafen herum in der Luft ist, dann wissen die Kameras, also selbst wenn die Köppe hier 5 schlafen mit 10 Augen, und nichts sehen, was gerade abgeht auf ihrer Landebahn, wissen zumindest die beiden Nachtsichtkameras, was gerade auf ihrer Parkbank, Flugzeugparkbank auf dem ganzen Feld hier abgeht, damit sowas nicht passieren kann. Also das ist das Thema Air Traffic Controlling und Ground Traffic Controlling. Und wo setzt man die Priorität, um überhaupt irgend so ein Ding verhindern zu können. Und das ist Air. Also nur der Typ im Air kann man sagen, frühzeitig, Mensch, zieh den Knüppel wieder hoch, weil diese Trägheitsgesetze hier am Boden mit so Flugzeugen, egal ob klein oder groß, das reicht nicht von der Reaktionszeit. Also die Reaktionszeit in Air ist kürzer als die auf Ground, also die Reaktionszeit in der Luft ist höher als die auf Ground mit Rädern auf der Straße. Da hat man nicht so viel Zeit. Also die Zeitspanne ist zu groß. Also kann man eigentlich nur, muss man den Fokus auf Air setzen. Und das kann man eigentlich nur verhindern, indem diese beiden Systeme, eine Nachtsichtkamera, die genau weiß, mit genügend Gradwinkeln, was auf dieser ganzen Zufahrtsschneise gerade hier abgeht, um dass dieses System dem Tower übermittelt, über das System dem Funker in der Luft sagt, hör mal zu, zieh hoch,